So Leute, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin gerade in Maintal, auf dem Weg zu German Open Location bin ich. Es ist 8.45 Uhr oder so. Es ist kalt, es ist scheiß Wetter. Ja, soll man sagen. Genauso wie beim letzten Mal. Nichtsdestotrotz, ich hab Bock, bin sehr gespannt. Heute, diesmal sind ja auch ein paar mehr Leute als beim letzten Mal, also bei den Region, als ich hier war, sind dabei. Bin gespannt. Wir gehen erstmal dahin und dann zeige ich euch mal, wie es drinnen aussieht, wie das heute wird. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Let's go. Leute, wir sind hier am Start. Was geht? Beispielsweise. Heute guck mal, Brüder sind wir hier. Wichtig. In den letzten Wochen jedes Mal gegeneinander gespielt auf Doku. Jedes Mal. Das ist immer die sechs Spiele. Wer hat gewonnen? So, da haben wir unsere Kasch-Spieler. Spielst du Kasch? Natürlich. Echt? Okay, guck mal, da ist ein komischer Dude. Und den kennt ihr auch. One Lightstone Profile, wenn du top. Also nie. Wir haben eine Wette gemacht, wer besser auf DM steht, er mit Lightstone, ich egal mit was, kriegen Döner. Er wollte mir sogar zwei geben, weil er so sicher ist. Ja, hier ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Bin gespannt. Also ziemlich groß eigentlich. Gleich fängt es an. Ich muss gucken, ob ich einen Chaos Angel finde, weil ja, jemand hat mich komplett verkauft und hat vergessen, meinen Chaos Angel für mich mitzubringen. Sonst muss ich meine Deckliste ändern. Also, geh erstmal suchen. Let's go. Wir haben Packs. Packs. Let's go. Mach Packs auf. Joel. Hau, du kannst auch mit aufmachen, damit das nicht so lange dauert. Bro, Digga. Der Junge, cooking. Ey, aber die geht sogar ein bisschen was, ne? Aha. Ist ein Ultra Rare gewesen? Nein, ist super rare. Vielleicht die 17 Euro, glaube ich sogar. Weiter geht's, haben wir hier. Schwag, Bruder. Was ist hier los, Digga? Wir sind ganz. Wenn Kirin zurückkommt. Hat er auch gerade gesungen? Wenn Kirin zurückkommt, Digga, bitte, bitte, bitte. Selbst dann nicht. Oh, hier ist die Sardine, Digga. Sardinen sind lecker. Oh, ich kotze gleich, Digga. Okay, was sagst du dazu? Läuft nicht, sagst du? Okay. Secret Rare. Ist das die 1,50 € von David? Ja, Bocker. Bro, guck mal, er nimmt alle deine Karten weg hier. So, was hast du da? Archie Spectre. Ah, so, bau mal Deck, bau mal Deck, bau mal Deck, Bruder. Common. Okay, was haben wir da? Devin. Bro, du siehst sehr nag aus. Genau wie das letzte Match. Ich sag, ein bisschen plus für den gemacht, aber für den Kartenball? Nein, noch nicht. Also, du hast noch nicht dein Entry rausgeholt. Ja. Vielleicht jetzt? Nein. Ja, nein. Last pack. Ach, Jungs. Ich kann mich nicht beschweren. Gleich machen Kevin und ich, hab dann zeigen wir euch, wie das geht, Digga. Ja, wenn da keine Portos drin ist, dann muss ich durch. Nee. Hier läuft gerade gar nichts. Noch Ultra. Hast du gerade verloren? Oh, Digga. So, Pack Battle. So, bist du ready? Zack. Oh! Geil, Digga. Let's go, Digga! Ey, wenn er schon Nag spielt, dann ja, zumindest etwas. Ja. Digga, einfach lo, Digga. Guck mal, wo er filmt. Ja, aber ich kenne die Karte eh aus dem Versteck. Ja, normal. Ja. Und? Super. Jungs, es wird genaggt. Was geht? Richtig. Hast du was gesungen? Nee. Oh. Na gut, Digga. Pabla. Immerhin. Ich habe mehr Plus gemacht als Haut, das stimmt. Ich habe unentschieden gespielt gerade. Warte, ich war jetzt 101 gewonnen oder verloren? Gewonnen und dann unentschieden. Bro, wo ist das Secret? Wo ist Low Quarter? Wo ist der Low Quarter? Ehrlich. Echt jetzt, Digga. Ey, Jungs. Ich hab eben die gezogen. Ach so, ja. Mann, lass mir zeigen, wie das geht. Okay. Last Pack Magic, Junge. Du hast Plus gemacht, Bruder. Obwohl, ne, mit der Reise hast du insgesamt Minus gemacht. So, ja, wir machen hier. Zeig mal, wie das geht. Wir machen hier Patrick. Ich weiß, Sardine. Die Sardine, sagst du? Komm. Gut, ist auch halt. Minus. Gewinner. Nächste Runde. So, Leute.
Wir sind hier, 4 Runden sind vergangen. Runde 1 habe ich gewonnen gegen Sacred Beast und war einfaches Game. An sich, ich habe nur Game 2 dreimal Super Poly kassiert. So ein bisschen so, dachte ich kurz kritisch. Aber habe ich gewonnen. Game 2 habe ich gegen Snake Eyes gespielt. Wir haben einen Draw gemacht, weil mein Gegner nicht eingesehen hat bei Game 2, dass er nicht über Summon Limit kommt. Und wir haben für 30 Minuten rumgegurkt. Deswegen kam es Draw raus. Game 3 habe ich verloren gegen Raid Raptor. Game 1 haben wir beide gebrickt. Ich habe ihn auf 100 HP runtergehauen, bis er dann getopdeckt hat. Und ja, habe ich dann verloren. Game 2 habe ich gewonnen. Und Game 3 öffne ich meine Hand. New Engine. Keine Handtrap, gar nichts. Dann habe ich, hatte Fullboard gebaut und ihr kennt Raid Raptor Fullboard. Kannst nichts machen, verloren. Gerade eben habe ich gespielt, das war Voices Voice, Mirror Match war das. Und Game 1 hat sein Board gebaut, ich habe das Scoop. Game 2 habe ich mein Board gebaut, er kam nicht durch. Game 3 machte sein Board, ich gucke meine Hand. Ich hätte rein theoretisch durchgespielt, aber er macht einen Draw Phase. Ich habe 5 Spells in der Hand gehabt. In Draw Phase flippte Anti-Spell, ich hatte keinen Cosmic gesehen. War es vorbei. Konami, bitte, tu mir bitte den Gefallen. Mach bitte die Floodgates auf 1. Das ist kein Spiel, was mir was Spaß macht. Dankeschön. Und ja, jetzt stehe ich 1-2-1. Ich werde trotzdem weiterspielen. Also ich werde zu Ende spielen. Um zu gucken, was so bringt. Vielleicht nächste 5 Runden noch gewinnen. Mal gucken. Und ja, jetzt erstmal so. Gleich muss ich kurz die Jungs finden. Dennis und Snivska. Die sehen ja außerordentlich gut aus, glaube ich. Und dann werden wir gleich sehen, wo die sind. Ich würde sagen, gucken wir gleich rein. Let's go. Runde 4 habe ich schon gesagt. 5, 6, 7. Runde 6 habe ich gewonnen gegen Snake-Eye-Spieler. Das war ein sehr, sehr krasses Game. Das ging hin und her. 3 Games haben wir gespielt. Game 1 habe ich gewonnen, Game 2 hat er gewonnen, Game 3 habe ich gewonnen. Die Roll verloren. Das sind 5 Games in Folge, wo ich Die Roll verloren habe. Runde 6 habe ich gegen Jubel gespielt. Genau, gegen Jubel war das. Jubel mit Unchained. So, ne? Also mehr Unchained als Jubel. Tja, Die Roll verloren, das sind 6 Mal. Und ich habe 2-0 gewonnen. Game 1, 3 Handtraps. Game 2, 3 Handtraps, OTK. Also da war nicht viel zu holen. Da war sehr, sehr unlucky für ihn. Runde 6, gegen Tier habe ich gespielt. Die Roll verloren, also 7 Mal. Ich bin nie first gegangen. Runde 1 gewinne ich, weil ich genug Handtrap hatte und dann habe ich nur OTK. Und Runde 2 baute dickste Board ever, was überhaupt ein Tier bauen kann. Und ich dachte mir so, ja, ciao, wollen wir gar nicht versuchen. Und Runde 3, ich mach den Board mit Lo, Skull Guardian, Saravis, Espy, ich hatte so viel, Set, Summon Limit, a Spell on Trap und dann habe ich Summon Limit gedreht, dann war es schon vorbei. Also ein bisschen dreckig geworden, aber naja, was soll man machen. Ja, jetzt bleiben nur noch 2 Runden, das sind jetzt 4-2-1. Ja, wenn ich 6-2-1 gehe, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich würde sagen, gucken weiter. Wir sehen uns gleich. Gehen wir gleich Richtung Runde 8. Let's go. So Leute, ich hab ihn gefunden. Wer seid ihr so? Wer wir sind? Prince of Anarchy, was ist das für eine Frage? Das ist Diesel, ich bin Faxe. So sieht's aus. Also Outfit ist on point. Aber wie ist denn so Performance? Was für Outfit? So laufen wir jeden Tag rum. So gehen wir auch abends ins Bett. Ja. Yeah. Sorry. Ich auch nicht. Dafür hast du aber geile Haare. Motoröl und Banane für die Spitzen. So ist es. Und auf jeden Fall bei 200 km/h auf der Autobahn Luft trocknen lassen. Wie läuft's aber? Schieß los, Diesel, wie läuft's? Also läuft tatsächlich grandios. Ich seh's so. Ich glaube, mein Fahrzeug fährt ohne Motor. 2 Wins, 5 Lose, aber ein Unentschieden. Die 2 Wins hast du denen gegeben, hast Angst eingejagt fürs Leben. So ist es, ja, die kommen auf jeden Fall nicht nochmal auf die Straße. Wichtig. Und Nivska bei dir? 5 Wins, 3 Losses. Wie kann das überhaupt sein? Summon Limit, Tikabu, Skill Drain. Also sehr viel Skill. Das heilige Triumvirat, mehr brauche ich nicht. Perfekt. So ist es und vor allen Dingen, Legenden werden nicht geboren, sie werden gebaut. In der Werkstatt. So sieht's aus. Perfekt. Das war das Wort zu Sonntag, würde ich sagen. Perfekt. Danke, Jungs. Da war auch kurz unsere Jungs auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich habe gerade Runde 8 habe ich gerade gewonnen. 2-0 gegen Voices Voice. Das war ein Mirror Match. Game 1 habe ich in 2 Handdrops gegeben, habe ich gewonnen. Game 2 hatte Board gebaut. Ich habe sein Board gebrochen und kam dann nicht mehr zurück. Und so habe ich 2-0 gewonnen. Jetzt stehe ich 5-2-1. Mal gucken, noch eine Runde gewinnen, dann bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden, so wie es gelaufen ist. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich. So Leute, wir gehen jetzt hier. Recap, Jungs. So, wie lief? Nicht so gut. Erzähl Direkt mal. Erste beiden Runden verloren und dann noch mal Shifter.
und ging's dann. Sein Leben war heute nicht so optimal. So, da haben wir. Was, wie war bei dir? War spaßig, aber nicht gut, leider. Ja, ich bin 5-4 gegangen. Die letzten beiden Runden, die ich actually gespielt habe, waren gegen Rika und Manadium. Jeweils nur Daryl verloren und eine Headshot nur. Und die, da machst du nichts. So, die kommen und einfach dich zu Tode. Belasten, was soll man machen? So, David, erzähl mal, wie war Unchained? Unchained, eigentlich freshes Deck. Wenn man durchkommt, macht derbe Spaß, aber... Brücke Handtrap, was soll man sagen? Wie oft wurdest du genippt? Eigentlich gar nicht. Gar nicht? Also ich hab keinen mehr nippt kassiert, so dass es gemeldet hat. Ich hab da eher Probleme mit Ash im Turm. Ja, okay. Ja. Schade. Du bist gebrochen, erzähl mal. 4-4-1, also ein Draw, 4 Wins, 4 Loses. Voice is also branded, ich bin ehrlich. Das Deck ist nicht schlecht, aber ich wurde zweimal gelockt. Einmal Puppet Lock, einmal Centurion mit diesem dreckigen Calamity. Wenn der nicht auf der Band ist, das Ding zwar nett, dann kotze ich den Strahl. Insgesamt habe ich heute gegen 5 Brandits gespielt. Schlechtestes Matchup. Lief heute nicht. Jo. Wie lief's? Sehr gut. Erzähl mal. 7-2. Bin sehr stolz. Zweimal verloren, aber waren sehr gute Spieler. Gegner besser gezogen. Bin sehr stolz. Nice. Meine erste German Open, also ich bin happy. Nice. Bei mir jetzt bin ich dran. Ich habe hier noch 6-2-1, letzte Runde gerade gegen Flanderis gewonnen. Ich bin auch eigentlich sehr zufrieden. Die 2 Games, die ich verloren habe, war wirklich nicht zu holen. Also da war halt so, ja, schön, ne? Aber ich finde, es ist sehr gut, dass 2 aus dem Team eigentlich sehr gut performt haben. Das haben wir zumindest was rausgeholt, würde ich sagen. Genau. Absolut. Ich bin sehr gespannt, welche Platzierung wir haben. Absolut. Ja. Und dann werden wir gleich sehen und dann werde ich euch gleich auf dem Laufenden halten. Und der Junge, der hat einfach Stun gespielt. Was hast du gespielt? Ich habe Runic Stun gespielt. Schämst du dich eigentlich? Und die Platzierungen sind da, wir gehen gleich erstmal gucken. Und so. Merkt euch, Open Family ist im Kommen. Super, genau, let's go. Ich bin jetzt hier zu Hause. Erstmal an die Leute, die bis jetzt geguckt haben. Vielen lieben Dank für euer Support auf jeden Fall. Endergebnis 6-2-1, Platz 47 von 512 Leute mit Voices Voice. Und Patrick hat Platz 13 gemacht mit einer 7-2. Starke Leistung auf jeden Fall. Und ja, das hat mega Spaß gemacht. Es war richtig, richtig gut. Ich bin wieder komplett kaputt. 9 Runden waren echt sehr, sehr anstrengend. Und ich hoffe, dass es euch das Ganze gefallen hat, dieser Vlog. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, wie immer. Liken, abonnieren, kommentieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Hau rein und ciao.